Stefan Chapuisat so treffsicher wie einst Wilhelm Tell. Sein Tor in Saragossa ein Meilenstein in der Clubgeschichte von Borussia Dortmund. Chapuisat vor anderthalb Jahren noch ein Unbekannter in der Bundesliga-Profimasse, heute eines ihrer Aushängeschilder. Ich bin in Deutschland gekommen. Ich hatte ja sowieso nichts zu verlieren, weil die Leute haben gesagt, dass ich für einen Schweizer, dass man meistens ins Ausland nicht schaffe. Und ich selber habe mich gerne Gedanken gemacht, habe einfach gesagt, du spielst, du gibst alles, was du kannst und mal sehen, was nachher passiert. Nach dem wenig erfolgreichen Abschneiden von André Egli bei Borussia Dortmund, große Skepsis in der Schweiz. Chapuisats Wechsel von Lausanne Sport zu Bayer Oerdingen, mehr als ein Erfahrungswert für den damals 21-Jährigen. Mehr sei nicht drin, das war die Einschätzung fast aller. Tore der Marke Stefan Chapuisat in der Bundesliga. Für den Betroffenen selbst war es einen Versuch allemal wert. Der Name Oerdingen war zweitrangig, was zählte, war die Bundesliga. Mit Oerdingen war natürlich das Einzige, was konkret war und für direkt. Und da habe ich. Und Bundesliga? Bundesliga habe ich nicht lange, eine Woche so hatte ich Bedenkzeit und da habe ich mich entschieden fürs Ausland. Lausanne Sport stellte sich zunächst quer, lange zähe Transferverhandlungen folgten. Im Februar 91 wechselte Chapuisat dann endgültig in die Krefelder Grotenburg. Sein Einstand dort, eine Bänderverletzung gleich beim ersten Hallenturnier. Chapi von Beginn an nur Zuschauer. Die Vorurteile gegenüber dem Schweizer wurden dadurch natürlich nicht abgebaut. Diskussionen fanden nur statt, wenn es um die Aussprache oder die Schreibweise seines Namens ging. Die Oerdinger Mannschaft in einer desolaten Verfassung. Trainer Timo Konitzka und Manager Felix Magath mussten gehen. Der Verein stieg ab. Und der Mann, dem die Bundesliga Chapuisat zu verdanken hat, ist längst in der Viertklassigkeit verschwunden. Verbandsligist 1. FC Bremerhaven, so heißt der Club, in dem der Vermögensberater Felix Magath heute als Trainer tätig ist. Superstar Stefan Chapuisat, die Geschichte ist simpel und doch fast unglaublich, quasi ein Schnäppchen aus der Zeitung. Es gab einmal einen Versuch mit dem Egli in Dortmund aus der Schweiz einen Spieler zu verpflichten. Und dann, als das nicht so funktionierte, war der Schweizer Markt für die Bundesliga gar nicht mehr aktuell. Und ich hatte mir dann doch einen Überblick besorgt, indem ich mir die Sportzeitschrift der Schweiz, die Sports, abonniert habe und habe mich da so ein bisschen schlau gemacht. Und da bin ich dann über den Namen Chapuisat mal gestolpert. Also ich sah, dass er in der Torschützenliste immer weiter kletterte und ja, habe mich dann mal nach ihm erkundigt. Und wie gesagt, der Erfolg zeigt, dass diese Beobachtung des Marktes ja richtig war. Und ich glaube, dass wir auch aus der Schweiz noch den einen oder anderen guten Spieler sehen werden. In die Schweiz zurückgekehrt Timo Konitzka. Seine Aufgabe beim Zweitligisten FC Luzern, Talente sichten und fördern. Konitzka verleugnet auch heute noch nicht, dass er beim Namen Chapuisat damals Bauchschmerzen bekam. Ja, mir ist es wahrscheinlich so gegangen wie in Ottmar Hitzfeld. Ich habe mir gedacht, oh, die Bürde jetzt auch noch. Ich komme aus der Schweiz, auch noch ein Schweizer Stürmer noch damit zu bringen. Das wird eine heiße Sache, aber ich muss sagen, der hat sich fantastisch geschlagen. Und keiner, es muss mir niemand was erzählen, keiner konnte das voraussehen. Ich höre immer wieder hier die Experten auch in der Schweiz, die haben es vorher schon gewusst. Und ich behaupte, dass, ob ich das bin oder ob man Hitzfeld, keiner konnte das voraussehen, dass der Stefan Chapuisat so einschlägt. Trotz der Verletzung 10 Bundesligaspiele bestritt Chapuisat noch für Bayer 05 Oerdingen. 4 Tore seine Ausbeute und das nach Aussage der Ärzte mit lediglich 60% seines wahren Leistungsvermögens. Dazu das schwache sportliche Umfeld und trotzdem, Chapuisat spielte den Umständen entsprechend bemerkenswert gut. Just zu diesem Zeitpunkt tat Michael Mayer das, was Manager am liebsten tun, Stürmer suchen. Neben Bruno Labbadia ein Kandidat Stefan Chapuisat. Nach Absprache mit dem Südbadener und Fassschweizer Ottmar Hitzfeld
wurde Chapuisat hier noch im Oerdinger Trikot verpflichtet. Im Verhältnis zum heutigen Marktwert kam der Neuzugang letztes Jahr fast umsonst nach Dortmund. Die Ausleihsumme war damals 400.000 Mark und wir mussten dann noch 2,6 Millionen für die Optionswahrnehmung bezahlen. Das heißt also, insgesamt hat der Transfer 3 Millionen gekostet. Ein ganz normaler Wechsel innerhalb der Bundesliga, so schien es. Und doch, wenige Monate später bereits, wünschte sich jeder bei der Borussia, dass der nächste Umzug von Stefan und seiner heutigen Frau Veronique möglichst noch lange auf sich warten lässt. Ja, für mich ist das sicher ein ganz großer Club. Ich wurde hier sehr gut genommen. Der Verein, die Spieler und war für mich sehr gut, auch der Trainer. Ich bin direkt gekommen, habe Selbstvertrauen gehabt von den Mitspielern, Trainer und dann ist es auch für mich sehr gut gelaufen. In den ersten 6 Spielen gleich 5 Tore, die Füße mit den eigenwillig geschnürten Schuhen, ein Glücksfall für den Verein. Chapuisat, von allen wurde er unterschätzt, aus dem vermeintlichen Rohrkrepierer wurde ein Ohrwurm. Tore waren es gleich in der ersten Saison. Dortmund wurde Vizemeister dank Schappi. Wenn wir alle ehrlich sind,